Guten Abend, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie heute Abend wieder bei uns sind. Time2do.ch präsentiert heute die letzte Aktuellsendung in diesem Jahr. Jetzt haben wir ja hier in der Schweiz noch das große Glück, dass wir nicht der Europäischen Union angehören und nicht alle Dinge, die dort gemacht werden, automatisch wir übernehmen müssen. Eines dieser Dinge ist das sogenannte Freihandelsabkommen mit den USA. Und da sind natürlich gewisse Tücken dahinter und da hat sich natürlich einiges dahinter versteckt. Heute habe ich von der Gemeinschaft Freiraum eine Mail dazu bekommen und die möchte ich Ihnen noch mal vorstellen, dass Sie die Hintergründe auch verstehen, was da so abgeht, wieso plötzlich sich Dinge so entwickeln, wie sie es tun und dann letztendlich aber ganz anders aussehen und ganz anders für uns in der Konsequenz sind, als man das so im Mainstream so lalalala vorher verkündet hat. Schauen wir uns die Mail einmal an. Liebe Newsletter-Abonnenten, ich mache es selten und ungern, denn ihr erwartet ja zu Recht von mir hauptsächlich Infos zur Geomantie, aber aus aktuellem Anlass muss ich heute noch einmal meinen Newsletter-Adresspool plündern, denn die Sache liegt mir sehr am Herzen und betrifft uns alle. Vielleicht ist es dem einen oder anderen von euch schon begegnet, das transatlantische Freihandelsabkommen. Ab Montag verhandeln die EU und die USA und multinationale Konzerne über neue Handelsbestimmungen und das unter weitgehender Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Verantwortlichen befürchten Proteste, sofern die Inhalte frühzeitig bekannt werden und das aus gutem Grund. Vor etwa einem Jahr wunderte ich mich schon, warum Monsanto scheinbar so bereitwillig den europäischen Markt räumen wollte. Aber die wussten wohl längst, dass, wenn das Freihandelsabkommen kommt, sie den Kampf längst gewonnen haben. Mit dem TTIP könnten nationale Interessen bald nicht mehr gegen die Interessen der US-Großkonzerne durchgesetzt werden. Diese könnten die beteiligten Staaten auf Schadenersatz verklagen, wenn sie Gesetze erlassen, die möglicherweise ihren Gewinn schmälern könnten. Aktuell geschieht das bereits innerhalb der EU. Vattenfall verklagt die Bundesrepublik Deutschland wegen Gewinnminderung durch die Energiewende, das heißt, weil wir uns in Deutschland aus gutem Grund für das Abschalten unserer Atomkraftwerke entschieden haben. Zukünftig wird das dann auch für US-Konzerne möglich sein. Konkret heißt das also, wollen wir in der EU oder in Deutschland zum Beispiel lieber auf Gentechnik verzichten, kann Monsanto uns in Milliardenhöhe für entgangene Gewinne verklagen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Da die Standards für Umweltschutz, Nahrungsmittelsicherheit und Zusatzstoffe und so manches andere in den USA sehr viel niedriger sind, sind wir dann praktisch gezwungen, uns dem anzupassen. Ansonsten zahlen wir als Steuerzahler. Auch die Privatisierung der Wasserversorgung und anderer öffentlicher Güter wäre dann kaum noch zu verhindern. Mit dem Freihandelsabkommen liefern wir uns dem Raubtierkapitalismus der Großkonzerne und in noch größerem Maße als bisher schon bedingungslos aus. Deren Ethik kennen wir ja schon zur Genüge. Hier zählt nur der Gewinn und der Shareholder Value, nicht das Wohlergehen der Menschen. Was das bedeutet, wissen wir seit der Liberalisierung der Wirtschaft und dem Boom der Aktienmärkte in den 90er Jahren. Wohlstand für alle und das Paradies wurden uns versprochen. Nun schlittern wir von einer Krise in die nächsten. Die Reichen sind reicher geworden und alle anderen können sehen, wo sie bleiben. Für die Minderheit der Bevölkerung ist es wesentlich schwerer geworden zu überleben. Druck und Stress haben exorbitant zugenommen. Burnout und psychische Erkrankungen sind auf einem Rekordhoch. Der Machthunger der Konzerne ist grenzenlos. Gleichzeitig zu TTIP wird für den pazifischen Raum ein ähnliches Abkommen vorbereitet. Wenn diese Abkommen Wirklichkeit werden, haben wir eine neue Weltregierung, für die es nur eine Maxime gibt: Profit um jeden Preis. Deshalb meine Bitte: Unterschreibt die Aktion von Campag und des Umweltinstituts München, informiert eure Umgebung, leitet die Informationen in euren Verteilern weiter oder verfasst eigene, beteiligt euch auch an zukünftigen Aktionen. Weiter unten habe ich euch noch ein paar Links zusammengestellt. Alles Gute und eine schöne Weihnachtszeit, Barbara Nevela. Einen kurzen und informativen Film, den möchte ich Ihnen zeigen, ist vom Bayerischen Rundfunk. Und da geht es um dieses Thema Fallen Sie ein? Freihandelsabkommen. Wir schauen uns das einmal gemeinsam an.
an. Ich hatte das schon einmal gesendet. Und die dann noch schreiben dürfen, was sie wollen, was nicht selbstverständlich ist, dann könnten die meinen, wir sind die Generation, die, ohne es wirklich zu merken, alle Macht in die Hände von einigen wenigen gegeben hat, die von niemandem kontrolliert werden. Das passiert nämlich gerade, sozusagen subkutan. Unsichtbar gemacht von den herzigen politischen Wahlkampfhändeln. Nein, nein, ich spreche jetzt nicht vom Datenskandal, sondern Sie haben bestimmt schon vom Freihandelsabkommen mit den USA gehört. Das klingt ein bisschen kompliziert, ein bisschen langweilig, aber es soll gut für die Wirtschaft sein und Arbeitsplätze generieren. Mag sein. Aber nebenbei werden da Dinge mitverhandelt, über die man wirklich noch mal verhandeln sollte. Schlimme Dinge. Sie haben ein Ziel. Wachstum in allen Bereichen. Sie haben eine Vision. Neue Arbeitsplätze. Sie träumen davon, dass ein enorm großer transatlantischer Marktplatz entsteht. Sie erträumen sich ein transatlantisches Freihandelsabkommen. 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 Und alle träumen mit. Nur der Traum von der grenzenlosen Handelsfreiheit ist ihr Albtraum. Das bringt uns, glaube ich, in Teufelsküche. Und die bäuerliche Landwirtschaft ist damit auch nicht mehr konkurrenzfähig und wird ein Auslaufmodell, wird dann sterben. Edith Lirsch ist Bäuerin aus Überzeugung. Und sie hat Angst. Angst davor, dass bald all das auf den deutschen Markt kommt, gegen das sie seit Jahren kämpft. Ganz vorne dran die Gentechnikfuttermittel, die wir ablehnen. Das nächste sind dann Medikamente, die eingesetzt werden, Wachstumsförderer. Das dritte, glaube ich, was man auch noch sehen muss, das sind dann Klontiere. Und sie ist nicht die Einzige, die sich Sorgen macht. Umweltschützer, Verbraucherschützer, der Bayerische Bauernverband. Alle fordern sie einen besonderen Schutz für Lebensmittel im geplanten Abkommen. Alles andere würde den Verbraucherschutz massiv unterlaufen und die Zukunft der rund 110.000 bäuerlichen Betriebe in Bayern gefährden. Aber all das, wovor Edith Lirsch Angst hat, ist in Deutschland doch verboten. Ist die ganze Freihandelspanik vielleicht doch nur ein Hirngespinst? Also ein Hirngespinst ist das aus meiner Sicht nicht, denn wenn man sich jetzt in die Schuhe eines amerikanischen Farmers oder eines amerikanischen Politikers versetzt und sich fragt, warum verhandeln die mit der Europäischen Union? Die verhandeln mit der Europäischen Union, weil die genau diese Produkte auf den europäischen Markt bringen wollen. Und das Freihandelsabkommen droht für Bayern noch einige andere Probleme mit sich zu bringen. Ein Verbot des Fracking-Verfahrens könnte mit dem Abkommen unmöglich werden. Und die Wasserprivatisierung, gegen die tausende Deutsche gekämpft haben, könnte dann doch noch kommen. Für Sebastian Schönauer vom Bund Naturschutz war der Rückzug der Industrie in dieser Frage von Anfang an verdächtig. Die haben längst gewusst, dass über ein Freihandelsabkommen die ganz gleichen Dinge wieder eingeführt werden könnten oder würden, nämlich dass der Wassersektor als Dienstleistungsbereich der Privatisierung unterworfen werden soll. Aber wenn der große Traum von der transatlantischen Handelsfreiheit lauter Dinge bringt, gegen die Hunderttausende protestiert haben, dann bringt sie den Bürgern doch gar nichts. Gut, für den Verbraucher ist das Ganze wohl auch nicht gedacht, wie aus einer Pressemitteilung der IHK Bayern ersichtlich ist. Die Verhandlungen dürfen ferner nicht zu früh von wirtschaftsfremden Themen sowie vom Verbraucherschutz überlagert werden. Und das von unserer Regierung so herbeigesehnte Abkommen bringt noch ein weiteres traumhaftes Geschenk für Unternehmen. Denn wie jetzt bekannt wurde, soll das Abkommen eine sogenannte Investorenschutzklausel beinhalten mit traumhaften Möglichkeiten. Jeder neue Beschluss, jede neue Maßnahme, die dazu führt, dass der Investor das Gefühl hat, seine Investition wird weniger wert, ist verklagbar. Das heißt, will Deutschland zum Beispiel einen Mindestlohn einführen, könnten amerikanische Firmen dagegen klagen. Und Frau Merkel kennt dieses Problem ganz genau. Erst vor einem Jahr hat Vattenfall aufgrund so einer Investorenschutzklausel in der Energiewirtschaft die Stadt Hamburg verklagt, wegen Umweltschutzrichtlinien. Ergebnis? Die Richtlinien wurden abgeschafft. Aktuell klagt Vattenfall sogar gegen den Atomausstieg und will 3,5 Milliarden Euro. Im Moment ist geplant, mit dem neuen Abkommen diese Klagemöglichkeit auf alle Wirtschaftsbereiche auszudehnen.
Womit wir wieder bei Frau Lirsch wären. Bayerische Landwirte bekommen Subventionen. Und Subventionen sind ein unfairer Wettbewerbsvorteil und damit verklagbar. Ich habe eine riesen Wut im Bauch. Und zwar auf Strukturen und auf Größen, die sich da zu Werke machen und Grundlagen für die menschliche Ernährung zunichte machen. Schöne neue Welt mit vielen unschönen Schattenseiten. Noch ein Jahr wird verhandelt, aber schön geheim und ohne, dass der Verbraucher groß mitreden darf. Aber um den geht's ja auch gar nicht. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Schöne neue Welt. Ob diese Welt natürlich so schön ist, das wage ich zu bezweifeln. Denn alle die Richtlinien, die in Europa erkämpft wurden von den Menschen, ob es da um Atomkraftwerke geht, ob es um Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln geht, ob es um das Thema Fracking, diese Art von Gasgewinnung, wo Wasser gemischt mit Chemikalien in den Boden gepresst wird und schon heute in Amerika die Ergebnisse dieses Raubbaus unglaublich sind. Es gibt Bauernhöfe, die müssen ihr Wasser aus Tankwagen beziehen, weil mittlerweile sie das Wasser anzünden können und es brennt, weil einfach Mittel ins Wasser gelangt sind, ins Grundwasser durch dieses Fracking, was dann einfach das Wasser ungenießbar macht. All diese Dinge, wir haben die Bäuerin gehört, brauchen wir das wirklich? Wieso können sich Konzerne über die Rechte der Menschen hinwegsetzen? Das oberste Prinzip heißt doch, dass die Bürger, die Menschen entscheiden, was sie haben wollen und was nicht. Und das andere nennt man doch unternehmerisches Risiko. Wenn ich morgen irgendwo hingehe und fange dort an, eine Riesennummer abzuziehen und plötzlich nach ein paar Jahren sagt das Volk, nein, wollen wir nicht, ja, dann ist es so. Und dann ist nicht das Volk zu drücken, sondern dann muss der Konzern seine Koffer packen und muss halt dorthin gehen, wo er es machen kann. Aber es kann doch wohl nicht sein, dass sich das Volk jetzt nicht noch von einer politischen Regierung und von einer Verwaltung und von allen möglichen Stellen bevormunden lassen muss. Nein, jetzt kommen noch weltweit die Konzerne und sagen uns, was wir zu essen, zu trinken haben, wie wir zu leben haben. Also dann ist das Wort Demokratie und Freiheit nur noch eine Farce. Vielleicht sollten wir die Worte dann aus dem Duden streichen, weil die kann man eh nicht mehr gebrauchen, weil die gibt es nicht mehr. Und da muss dagegen was unternommen werden. Das ist meine Meinung. Und ich möchte Ihnen hier noch die Seite vorstellen, wo Sie sich gegen diese Thematik auch auflehnen können. Jetzt schauen wir mal, schauen wir mal. Das machen wir. Braucht einen Moment. Dann schauen wir uns mal die andere Seite an. Ja. Hier haben wir sie. Das ist die Seite, die vom Umweltinstitut in München wird die hochgeschaltet. So, da haben wir sie schon. Das ist die Seite, von der ich sprach. www.umweltinstitut.org/Freihandelsabkommen. Transatlantisches Freihandelsabkommen verhindern. Wir schauen mal an, wer diese Aktion alles unterstützt. Da ist Slow Food Deutschland, Naturfreunde, Demeter, Provim, Biokultur, Naturland, Bioland, Naturkost. Bisher haben sich 37.252 Personen an dieser Aktion beteiligt. Das können Sie auch tun. Hier unten rechts, ich bin gegen das Freihandelsabkommen. Da kann noch ein eigener Kommentar dazu gegeben werden. Und dann senden Sie das ab und Ihre Daten kommen als der dagegen gestimmt hat, auf diese gesamte Liste. Da schreibt zum Beispiel die Berenice aus Friedberg, ich bin gegen das internationale Freihandelsabkommen, weil ich selber genug Hormone habe, mit denen ich zu kämpfen habe. Ich bin gegen das Freihandelsabkommen, weil die ohnehin schon nicht sehr tollen europäischen Verbraucherschutzstandards gefährdet Tür und Tor für Agrogentechnik öffnet und es ist sowieso Quatsch. Und so weiter und so weiter. Die Menschen fangen an,
zu reagieren. Natürlich finden alle Zuschauer, die aus Deutschland, aus Österreich oder von irgendwo anders in der Welt meine Sendung sehen, finden alle Informationen und die Links auf unserem YouTube-Kanal. Wenn Sie unter der Sendung schauen, da stehen dann die Themen und da gibt es eine Zeile, da heißt es mehr anzeigen. Wenn Sie da draufklicken, finden Sie immer alle Links, entsprechende Verbindungen zu PDFs oder was ich sonst in der Sendung gezeigt habe. Und die Quellen sind dort natürlich auch verfügbar. Beteiligen Sie sich an dieser Aktion, lassen Sie sich Ihre Stimme und Ihre Meinung nicht nehmen, denn es betrifft Sie und natürlich auch Ihre Kinder, denn die müssen dann mit diesen Dingen zurechtkommen und ich glaube nicht, dass es in irgendeinem Menschen seinem Interesse liegt zu sagen, ja, den Konzernen soll es gut gehen, was letztendlich mit den Menschen passiert, ist Unfug. Hier nochmal die Seite www.umweltinstitut.org. Mit dieser Aktion stoppt das Freihandelsabkommen. So, ein weiterer Punkt, den ich habe, der in diesem Zusammenhang vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen witzig ist, aber ich möchte sagen, der Hintergrund dieser Geschichte ist, immer mehr Menschen fangen an, diese ganzen Wirtschaftsthematiken selbst in die Hand zu nehmen. Mittlerweile, glaube ich, habe ich über 40 Meldungen in den letzten 3 Jahren bekommen, wo es um sogenannte Regionalwährungen geht, um regionale Gemeinschaften, die sich so gut wie es geht abkoppeln von diesem Zins- und Zinseszinssystem, die versuchen in eigener Art und mit gegenseitiger Unterstützung und Hilfe ein alternatives regionales System. Und es macht auch regional nur Sinn und nicht über eine ganze nationale Ebene, denn es macht keinen Sinn, das wissen wir heute, es wird zwar unsere ganzen Lebensmittel rund um den Globus gekarrt, aber aus der Region für die Region und was die Region zu viel produziert, gibt sie ab an eine andere Region, die eventuell zu wenig hat. Das ist christlich, das ist Nächstenliebe, das ist Zusammenarbeit, das ist Kooperation und das ist Bewahren. Das ist Bewahren und Erhalten und nicht in Wettbewerb gehen, denn wir sind in gesättigten Märkten und jeder, der irgendwann sich mal betriebswirtschaftlich gebildet hat, der weiß, dass Wettbewerb in gesättigten Märkten ruinös ist. Das scheinen unsere Führungsmanager nicht begriffen zu haben oder sie haben da vielleicht nicht aufgepasst oder hatten schulfrei, man weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich diese Dinge nur unterstützen. Hier habe ich eine neue Information bekommen für einen Tauschkreisverbund in Österreich. Somit meine Grüße an alle Zuschauer aus Österreich. Und zwar gibt es hier den Tauschkreisverbund unter www.tauschkreis.at. Dann gibt es hier Veranstaltungen in St. Pölten, in Mödling, in Mistelbach, Tauschkreistreffen Südburgenland und so weiter. Da haben wir jetzt die ganze Beschreibung drauf. Hier, was ist ein Tauschkreis? Unsere Tauschkreise, Wissenswertes, Downloads, Gutscheine, ein Marktplatz gibt es da. Und wir hören uns einfach mal an, wie die Dame hier in diesem Kurzvideo über ihre Erfahrung zu dem Tauschkreis spricht. Das ist hier die Doris. Das, was wir gut können, das, was wir gern tun, miteinander tauschen wollen, mit der Möglichkeit, dafür einfach was zu kriegen, was wir sonst nicht haben. Wir haben einen E-Mail-Verteiler und vorgestern ist mir meine Trockenmauer zusammengestürzt oder teilweise zusammengestürzt und habe einfach eine E-Mail geschrieben mit bitte 2 starke Leute, die mir helfen, die Steine wieder so hinzulegen, dass der Rest nicht zusammenbricht. Und innerhalb von 5 Minuten habe ich eine Antwort gehabt und kommt jemand und hilft mir, meine Mauer wieder aufzustellen. Dafür haben wir einen Tauschkreis und ich finde das genial. Wir helfen einander mit den Dingen, die wir gern machen und die wir gut kennen und kriegen alles das, was weniger leicht für uns ist. Ein tolles Statement zu dem Thema Tauschkreis und wie gesagt, wie das jetzt hier an diesem Beispiel in Österreich gemacht wird.
da können Sie sich auch informieren, da können Sie auch hingehen und schauen, wie die das machen und welche Hintergründe, welche Möglichkeiten es gibt, sowas zum Beispiel in Deutschland und in der Schweiz zu machen. Wir schauen einmal unsere Tauschkreise. Da gibt es den Talente-Tauschkreis Wien, Letzwien, Talente-Tauschkreis Niederösterreich und Burgenland. Die sind nochmal in einzelne Bereiche gegliedert. Hier schauen wir noch einmal unter dem Bereich Wissenswertes hinein, um was es da geht. Hier sind wir, Fehler im Geldsystem, und dieser Beitrag geht 7 Minuten. Regie, habe ich noch 7 Minuten? 6 Minuten. Dann zeigen wir den Beitrag nach der Pause, denn da möchte ich Sie auch informieren über die Hintergründe. Warum machen so Leute das? Was haben die erkannt? Denn es ist ja so, wenn ich Ihnen hier erzähle über die Thematik und die Problematik mit unserem Geld- und Wirtschaftssystem, dann denken natürlich viele und natürlich auch berechtigt, ja, das ist eben seine Meinung und das ist so eine Geschichte, aber das ist gar nicht so. Ich versuche immer deswegen auch viele Beiträge, die ich Ihnen hier vermittle, die über das weltweite Internet ich zusammentrage und vielfach recherchiere, dass Sie einfach andere Meinungen hören und nicht nur denken, das würde mir ich hier aus der Nase ziehen. Die wenigsten Dinge kommen von mir persönlich, weil meine Aufgabe ist es nicht, Ihnen meine Meinung zu erzählen, sondern Ihnen einfach Informationen zu vermitteln über verschiedene Themen, die uns vielleicht aus Nachlässigkeit nicht vermittelt werden. Sie haben das gehört beim Freihandelsabkommen dort in nicht öffentlichen Sitzungen. Was sind wir? Sind wir eine Demokratie oder was sind wir? Wie kann es sein, dass was alle Menschen betrifft, in nicht öffentlichen Sitzungen abgehandelt wird? Erinnern Sie sich, als ich Ihnen diese Rede von Kennedy vorgestellt habe, als er sagte, das Schlimmste, was es in einem Staat geben kann, der sich Demokratie nennt, ist das Wort Geheimhaltung. Wie kann ich in einem Staat dem Volk, das der Souverän eigentlich ist, etwas vorenthalten und es dann, was wenige nützt, über ein ganzes Volk drüber stülpen? Was soll das sein? Demokratie? Ja, vielleicht bin ich im falschen Film. Kann ja sein. Ich habe das alles einmal anders gelernt. Und, wie gesagt, ich sehe keinen Grund, keinen einzigen, aus welchem die Menschen ihre Arbeit, ihr Leben hingeben sollen, dass Konzerne und deren Shareholder oder deren Besitzer sich dadurch immer reicher machen. Wozu? Wenn Sie mir einen Grund nennen können, wozu das gut ist, dann werde ich meine Meinung ändern. Ich habe schon vieles gehört, aber alles, muss ich sagen, nutzt nur wenigen. Aber wir leben in einem System, wo wir allen zum Nutzen sein sollen, wo alle Menschen partizipieren sollen, wo alle Menschen zufrieden sein sollen und in Harmonie leben. Und nicht nur eine Gruppe oder, wie manche sagen, eine Clique, die sich das Recht einfach herausnimmt und somit dann auch das Recht beugt, Justiz beeinflusst, Politik beeinflusst. Das darf in einer Demokratie nicht sein. Und wie gesagt, ich bin ja da etwas geteilter Meinung. Wenn ein Politiker noch mehrere Mandate mit sich trägt, da gibt's ja welche, die haben nicht nur eins, die haben 20, 30 oder sogar noch mehr und sitzen in Spitzenpositionen in Unternehmen, wie kann ich dann das Volk vertreten, wenn ich als zum Beispiel hier in der Schweiz heißt das Verwaltungsrat, was bei uns in Deutschland Vorstand heißt, als Verwaltungsrat in einem Unternehmen tätig sein und gleichzeitig das Volk vertreten? Was ist denn, wenn es irgendwann um eine Entscheidung mal geht, die nicht so positiv ausfällt für das Unternehmen? Wie entscheidet der Politiker dann? Das ist doch ein riesen Interessenkonflikt. Wie kann man das überhaupt zulassen? Aber wie gesagt, das müssen die Menschen selbst entscheiden, die in ihrem Land leben. Und hier geht es darum, dass natürlich das immer wieder mal hochkocht in der Schweiz. Und da würde ich sagen, das kann doch eigentlich gar nicht sein, dass unsere Politiker alle Unternehmer sind und in Unternehmen agieren. Also was passiert? So eine Politik wird doch nicht eine Gesetzesgeschichte verabschieden, die zum Wohle der Bürger ist. Wie kann sie das auch? Keiner handelt doch gegen sich selbst oder gegen seine eigenen Interessen. Sie sehen, liebe Zuschauer, wo die Problematik liegt. Und wenn wir auf den Boden der Tatsachen wieder kommen und sagen, nein, wir wollen eine gesunde, liebenswerte, humane, harmonische Welt, dann müssen wir die Dinge verändern. Wir müssen es verändern, sonst verändert es uns. Und wo diese Veränderung hinführt mittlerweile, das sehen Sie. Schauen Sie sich die Krankheitszahlen an. Ich habe vor kurzem einen Bericht wieder bekommen von auch einem Professor, der sich mit
was weiß ich, vor 20 oder 30 Jahren schon abgewandt hat vom klassischen Gesundheitssystem und ein ganz anderes propagiert und lebt. Und der hat geschrieben, wir können auf eine erfolgreiche Geschichte zurückblicken. Nie hat medizinische Forschung so viele Milliarden verschlungen mit dem Ziel, dass nun alle Menschen krank sind. Wenn das ein Professor sagt, was soll ich da noch hinzufügen? Das gibt mir aber alles zu denken. Das gibt mir zu denken vor allen Dingen, wo die sind, die heute Verantwortung tragen sollen, die dafür verantwortlich sind, dass kein Unsinn gemacht wird und dass das Volk gesund ist. Die Realität zeigt uns genau das Gegenteil. Und auch da geht es nicht um den Menschen, wie es vorhin in der Mail von dieser Freiraumbewegung stand. Es geht Profits um jeden Preis. Und die, die das alle noch belächeln, wie gesagt, werden es selbst erleben dürfen. Nur die wird es natürlich viel härter treffen, weil die sehr mit der Materie verwachsen sind. Materielle Güter zu haben, zu besitzen, sie zu benutzen, ist nicht verkehrt. Solange es in einem vernünftigen Rahmen ist. Wie gesagt, kein Mensch braucht 5 Autos, kein Mensch braucht 300 Paar Schuhe oder 150 Anzüge oder 20 Luxusuhren. Wozu? Um sein eigenen Ego zu nähren und ihm zu zeigen, was er für ein toller Hecht ist? Ist er gar nicht. Denn wenn ich das weiß von jemand, dann hat der Mensch für mich ein Manko. Dann ist er eher ein Teil meines Mitgefühls. Weil er lebt nicht sich, er lebt Äußerlichkeiten. Und ich habe das ja in den vergangenen Jahren meines Berufslebens oft erlebt. Da kommen Menschen, die definieren sich ausschließlich über Markenname. Das beginnt mit dem Luxusschlitten, mit dem sie vorfahren, über die Schuhe eines ganz teuren Schuhmachers, über einen Anzug einer Nobelmarke, über entsprechenden Schmuck und Uhren und bis zu den Accessoires. Oftmals tauchte in mir da die Frage auf, was würde wohl passieren, wenn ich diesem Menschen jetzt all diese Luxusgüter wegnehme? Dann hat ein Kollege von mir damals geantwortet, dann wäre er nicht mehr da. Dann sage ich, wie? Weil er sich durch das definiert. Nicht er als Mensch, nein, der Schein drumherum, der ist es. Lassen wir uns nicht in die Irre führen, gleich weitere Informationen nach der Pause. So, wir sind wieder zurück nach der kurzen Unterbrechung. Und jetzt nochmal zu dieser Thematik, warum Menschen Tauschkreise machen, warum sich Menschen wehren gegen diese ganze Globalisierung, diese ganze Konzernpolitik und diese Milliarden, die die Menschen erarbeiten müssen, für im Prinzip einen entgangenen Gewinn eines Konzerns. Also das heißt, wie gesagt, das unternehmerische Risiko wird jetzt auf die Bürger verlagert. Zum anderen Risiko, was sie jetzt auch tragen, kommen wir gleich noch. Aber schauen wir uns einfach das mal an. Fehler im Geldsystem. Wo liegt der Fehler? Viel Vergnügen. Geld ist eine der genialsten Erfindungen der Menschen. Die meisten hätten gerne mehr davon, denn wir können Geld gegen fast alles tauschen. Geld ist gut für das Wirtschaftswachstum und ermöglicht uns, sinnvoll zu investieren. Stellen Sie sich vor, ein großzügiger Geldgeber macht Ihnen 2 Angebote. Entweder Sie bekommen ein Jahr lang jede Woche 10.000 Euro geschenkt, oder Sie bekommen in der ersten Woche nur einen Cent und der Betrag wird in jeder darauffolgenden Woche verdoppelt. Für ein ganzes Jahr also 52 Wochen. Was würden Sie nehmen? Die erste Rechenaufgabe ist überschaubar. Am Ende haben Sie 520.000 Euro. Was aber bringt das zweite Angebot? In der zweiten Woche bekämen Sie 2 Cent, in der dritten Woche 4, in der vierten Woche 8 Cent. In der achten Woche 1,28 Euro, während die andere Option schon 80.000 Euro bedeutet. Nach Woche 21 bekämen Sie dann auch 10.000 Euro, wie in dem ersten Angebot. Nach 26 Wochen hätten Sie das Vermögen im ersten Angebot überholt. Eine Woche später dann schon doppelt so viel. Auf wie viel hätte sich der eine Cent nach 52 Wochen vermehrt? In der 52. Woche sind Sie der reichste Mensch der Welt, denn Sie bekommen 22 Billionen geschenkt. Das ist 10-mal mehr als das deutsche Bruttosozialprodukt von etwa 2,5 Billionen. Exponentielles Wachstum können wir uns nur sehr schwer vorstellen.
Erfahrungen haben wir mit dem natürlichen Wachstum. Das entwickelt sich erst schnell, wird dann langsamer und hört irgendwann auf. Auch lineares Wachstum verstehen wir. Dann wächst zum Beispiel die Wirtschaft um den gleichen absoluten Betrag. Und durch diese Wirtschaftsleistung, gemessen am Bruttosozialprodukt, ist unser Geld gedeckt. Nun wachsen aber die Geldvermögen schneller als die Realwirtschaft. Unter anderem durch die Zinszahlungen und durch die Wiederanlage der Zinsen, den sogenannten Zinseszinseffekt. Bei einer Verzinsung von 3,5% verdoppeln sich die Geldvermögen alle 20 Jahre. Bei 7% schon alle 10 Jahre. In Deutschland zum Beispiel begann das Wachstum 1948 mit der Einführung der D-Mark. Die Geldvermögen sind seitdem exponentiell gewachsen. Das Geld ist letztendlich nicht mehr durch reale Werte gedeckt. Nach 60 Jahren kommt es 2008 zum Crash. Der Fehler steckt im System. Die nächste Krise ist schon programmiert. Wie werden die Zinsen gezahlt? Die meisten Menschen glauben, dass nur derjenige Zinsen zahlt, der sich auf der Bank Geld leiht. Sie wissen nicht, dass die Zinsen, die der Produzent von Gütern an die Bank zahlt, um zum Beispiel Maschinen zu kaufen, immer in die Preise der Produkte hineingerechnet werden. Der Zins fließt in alle Kalkulationen ein und steckt in allen Preisen, auch in denen von Milch, Brot und Eiern. Der Trink- und Abwasserpreis enthält durchschnittlich 15% Verzinsung. Die Mieten enthalten in den meisten Fällen über 50% Kapitalkosten. Im Durchschnitt gehen mindestens 30% der Ausgaben in Zinszahlungen. Wer profitiert von den Zinsen? Jeder, der Geld anlegt, bekommt doch Zinsen oder genauer gesagt eine Liquiditätsverzichtsprämie. Denn Zinsen setzen sich zusammen aus den Kosten der Bank, dem Inflationsausgleich, der Risikoprämie und der Belohnung für den Sparer, dass er sein Geld zur Verfügung stellt. Jeder Anleger freut sich über Zinseinnahmen. Sind die höher als die Zinsausgaben, hat man verdient. Aber wie ist es mit den Ausgaben durch die versteckten Zinsen? Schauen wir uns die deutsche Bevölkerung in 10 gleich großen Gruppen an. 80% zahlen mehr Zinsen, als sie aus Geldanlagen und aus Lebensversicherungen einnehmen. Bei weiteren 10% sind Zinszahlungen und Zinseinnahmen etwa ausgeglichen. Höchstens 10% profitieren. Rechnet man Zinslast und Zinsertrag gegeneinander auf, wird klar, der Mittelstand zahlt die meisten Zinsen. Nur die reichsten 10% der Bevölkerung verdienen. Sie bekommen ca. 60% der Zinsen und damit ein leistungsloses Einkommen. Das Geldsystem sorgt für systematische Umverteilung von der Mehrheit der Bevölkerung zu der vermögenden Minderheit. Vor allem der Mittelstand trägt eine unverhältnismäßig große Last durch die Zinsen in allen Krediten. Von den Schulden profitieren die Banken. Ihr Ziel ist, aus Geld noch mehr Geld zu machen. 2011 belief sich der Wert aller weltweit geschaffenen Güter und Leistungen auf 70 Billionen US-Dollar. Die Aktienmärkte setzten ca. 63 Billionen um, die Derivatemärkte ca. 708 Billionen und die Devisenmärkte ca. 1007 Billionen. Die Finanzmärkte sind um ein Vielfaches größer als die Basis, das Weltbruttosozialprodukt. Weitere Folgen der Fehler im Geldsystem sind Inflation, ständig wachsende Schulden und die Notwendigkeit, immer weiter wachsen zu müssen. Nun ist eine Finanzwirtschaft, die an Systemfehlern leidet, kein Naturgesetz, sondern von Menschen erfunden. Wir können das Geldsystem auch neu gestalten. Ohne Zinseszins und Wachstumszwang.
und ohne Umverteilung zugunsten der Vermögenden. Die wichtige Frage bleibt nun: Können wir dies erreichen? Und wie? So, liebe Zuschauer, auch dieser kleine Beitrag sollte Sie wieder daran erinnern, dass nicht nur einer immer mehr verstehen, dass das System kein System ist, was für ein menschliches Zusammenleben geeignet ist. Es ist ein Druck- und Machtsystem und es schafft so große Probleme weltweit, die wir überall wieder sehen. Und durch Geld gibt es Kriege. Nur wer Geld hat, kann Waffen kaufen. Also, wir haben einige Thematiken in unserem System, die wir einfach neu beleuchten sollten. Und alle reden von einer weiteren Entwicklung. Wenn ich Rundmails mache und frage so ein paar Dinge ab und sage zum Beispiel, an Weihnachten wünschen wir den Menschen Frieden, Harmonie, Gesundheit, Liebe und Zufriedenheit. Streichen Sie das weg, was Sie nicht wünschen, was Sie sich nicht wünschen. Keiner. Keiner hat irgendwas weggestrichen. Also ist es doch ganz einfach zu handeln. Wenn die Menschen schon alle diese Dinge alle wollen, frage ich mich doch nur, warum tun wir es nicht? Oder verstehen wir nicht, was Harmonie bedeutet? Verstehen wir nicht, was Gesundsein bedeutet? Dann muss ich sagen, ist unsere ganze Informationswelt ein absoluter Quatsch. Denn bei den allen Informationen, die uns tagtäglich und überall zur Verfügung stehen, wer da noch irgendwas nicht weiß, ja, entweder sucht er nicht oder er findet nicht oder er will es gar nicht wissen. Denn eine andere Lösung gibt es nicht. Wenn ich mir heute alle Informationen beschaffen kann, kann ich entscheiden. Wenn ich nicht entscheide, tue ich das Recht, was ich als Mensch erworben habe, in einem freien Land, in einer demokratischen Grundordnung, dann nehme ich das nicht wahr. Und dann wird es mir genommen. Und die Schritte sehen wir. Schritt für Schritt wird alles weniger. Wir schauen uns eine andere Art an, wo es auch um das Thema Geld geht, liebe Zuschauer. Und zwar haben wir hier etwas gefunden, hat ein Zuschauer mir zugeschickt. Vielleicht kennen Sie diese Dinge. Ich hoffe, Sie haben noch nicht so viel Bekanntschaft gemacht mit diesen. Das ist so ein Blitzkasten, der, wir sehen das, innerorts hier an einer Straße steht. Hier sind Geschäfte. Und da haben sich die Leute gedacht, Mensch, Weihnachten ist es, dann schmücken wir den mal ein bisschen, haben ein paar Sterne dran geklebt, ein Schleifenband rumgemacht. Und das Tollste fand ich hier unten, dieser Aufkleber, der drauf ist, Weihnachtsaktion, Foto ab 40 Franken. Also auch witzige Dinge sind manchmal die, die uns ein bisschen über den Stress hinweghelfen. Und ich finde das jetzt, wahrscheinlich ist es auch wieder nicht erlaubt, weil man wahrscheinlich öffentliche Dinge nicht berühren darf oder durch die Sterne und so sieht das Ding natürlich jeder. Und dann ist die Ordnungsbehörde natürlich nicht begeistert, weil dann die Autofahrer, die auch zu schnell waren, dann bremsen und das natürlich dann sehen und somit der Kasten sich nicht mehr rentiert. Aber Recht haben sie ja, die Leute, die das machen letztendlich, weil es ist schon Überhand, was da gemacht wird. Und immer, wie gesagt, diese Rumfurzerei auf den Straßen. Und ich war heute wieder unterwegs. Und wenn ich dann mit 80 über die Autobahn fahre, weil die einfach nicht begreifen, von der linken auf die rechte Spur zu gehen, und ich stundenlang hinter irgend so einem Bulli herfahre, der vielleicht, weil er Angst hat, weil es ein bisschen feucht ist oder so, nicht schneller fahren will wie 80, warum tut er das nicht auf der rechten Spur? Warum nicht? Und alles fährt hinterher, die Leute werden nervös, sie fahren immer dichter auf, bis einer die Nerven verliert und es wieder einen Unfall gibt. Also Leute, es zwingt ja niemand, einen 120 zu fahren. Aber wenn sie es nicht tun wollen, dann tun sie es doch auf der rechten Spur. Dass die, die ihr Leben nicht auf der Autobahn verbringen wollen, sondern vielleicht im Kreis ihrer Lieben, mit der Geschwindigkeit, die erlaubt ist, gut, sicher und komfortabel nach Hause kommen.